sogar Schnuten. Räumungsverkauf bei den Standardbildern bei Karat.art. Ihr Lieben, Schlag zu. Ich bin absolut begeistert und habe so viel schon im Warenkorb. Und ja, ich muss noch mal schauen. Ja, jedenfalls haben sie bei Karat.art jetzt den Hot August Sale bei den Standardbildern. Ich durfte mir zwei aussuchen, die auch schon länger in meiner Wunschliste sind. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten zu sparen. So richtig gut zu sparen. Ich war echt erschrocken, als ich das gelesen habe. Dachte, wow. Bedenkt, selbst bei den Standardbildern ist ein Toolkit dabei. Ihr habt wunderschöne Bilder in verschiedenen Größen mit runden und mit eckigen Steinen. Ihr kennt mich, ihr wisst, ich liebe runde Steine. Ich habe mir zwei Kits ausgesucht mit runden Steinen. Karat.art, ihr seid super. Ich habe mich riesig gefreut über die Mail. Die kam ja bei mir während der Kurzeit. Ich dachte, wow, jetzt echt? Aber ich bin ja gar nicht da. Und die liebe Miele hat aber gesagt, ich kann es trotzdem machen, auch wenn es ein paar Tage später kommt, als vielleicht die anderen Videos jetzt da waren. Habe ja schon gesehen, dass einige fleißig ihre Videos hochgeladen haben. Aber ich habe wirklich absolut null Zeit gehabt, wirklich einen Videokurs zu gucken. Eins oder zwei habe ich geschaut. Habe viel selber gepenet. Aber ich durfte trotzdem und ich freue mich riesig. Gleich vorweg, ihr habt die Chance auf 25%, auf 35% und auf 50%. Ich würde jetzt erstmal ein Bild auspacken. Dann werde ich euch nochmal die Codes ansagen. Die werden auch irgendwo im Video vermerkt sein. Und dann packen wir das andere aus. Und jetzt finde ich schon wieder mein Messer nicht. Aber das kennt ihr ja schon. Das ist so nervig. Ich sag gar nicht. Egal, wir nehmen die Schere. Die zwei Bilder waren nochmal in einem tollen Paket verpackt, was wieder sehr zügig ankam. Mein lieber Mann hat das entgegengenommen oder meine große Tochter. Keine Ahnung, egal. Es ist aber wieder super schnell da gewesen. Wie immer auf der Verpackung die Anleitung, wie es funktioniert. Und ich liebe ja diesen Spruch, let the pleasure begin. Es hängt sogar bei mir ausgeschnitten von einem Bild an meinem Kasten hier. So, welches habe ich denn jetzt aufgemacht? Ah, gut, ich wollte zwar was anderes, aber egal. Tada! Das ist so schön. Das hat mir schon lange gefallen. Ich habe ja noch Bilder da. Ach nein, das war ja mit eckigen. Ach, so doof. Ich habe, glaube ich, eins mit eckigen und eins mit runden Steinen genommen, weil ich euch beide zeigen wollte. Genau. Habe ich mich echt vertan, aber so haben wir es jetzt gemacht. Passt auf. Ihr bekommt eure Steine in den großen Beutelchen, nicht in den kleinen. Ihr habt auf den Beuteln die DMC-Nummer, die Bildnummer und Karat.art. Wir haben ein grünlastiges Bild. Zeige ich euch gleich. Oh, schön. Oh, ist das toll. In der Größe 45x40. Nee, 48x40. Oh, das hat mir schon immer so gefallen. Das ist so ein tolles Bild. Mit diesem Strahl hier. Oh, ich finde das so herrlich. Und wisst ihr, durch die Chor, wir waren ja nur viel im Wald, ne? Wir waren im Harz. Waren wir ja nur viel im Wald. Da passte das absolut. Und ich dachte, jetzt. Jetzt brauchst du das Bild. Genau. Wir haben 29 Farben. Wir haben zwei Legenden. Wir haben eine, wie sage ich jetzt mal so, keine Wuschelleinwand, sondern eine harte Leinwand. Und ich liebe diese Leinwände. Sind hier gerendert. Und hier 29 Farben durch die Bank weg. Tolle Farben in Grüntönen und Schwarztönen natürlich. Ne? Muss ja so sein. Sonst sieht das Bild ja nicht schön aus. Die Legende habt ihr auch noch auf der linken Seite. Genau, ich roll mal kurz verkehrt rum. So.
So, schöni, das ist toll. Wir haben ein Standard-Toolkit. Das ist das Standard-Toolkit von Karat-Art. Ein super Toolkit. Das habt ihr nur bei den Standardbildern. Bei den anderen Bildern nicht. Da könnt ihr das dazu kaufen, wenn ihr wollt. Aber meistens hat man das ja schon, ne? Ihr habt hier ein schönes Schiffchen. Ein weißes Schiffchen, ne? Ihr habt zwei Aufsetzer. Diese schmalen, schönen Aufsätze, ein Vierer und ein Siebener, oder? Jo. Ein Squishy. Einmal blaues Wachs. Völlig ausreichend. Einen blauen Stift und eine schöne Pinzette. Das habt ihr immer dabei bei den Standardbildern. Also schlagt zu. Ihr werdet es nicht bereuen. Absolut nicht. Ich liebe diese Bilder. Ich liebe diese Qualität. Moment. Wir haben hier viele Steine. Wir haben halt, ne, die Grüntöne, Brauntöne und ich liebe diese Farbe. Jetzt können wir mal die Zahlen nicht, 772. Da gibt es noch eine andere Farbe, die ist ähnlich, aber ist auch so toll. Wow, sogar so ein tolles Matt im Pastellorange. Ja, wir haben hier halt viele Grüntöne. Da bin ich echt gespannt, wie das am Schluss aussieht. Bin richtig, richtig gespannt. Dann haben wir viele Brauntöne. Logisch, brauchen wir ja. Und wir haben 1, 2, 3, 4 mal die 310. Hier geht es weiter mit schönen Grüntönen in den unterschiedlichsten Nuancen. Alles Brauntöne, beige. Ach, wunderschön. Wunderschön. Und hier haben wir auch nochmal drei helle Farben. Oh, ich freue mich. Bei den Standards, also hier haben wir jetzt Acrylsteine. Das seht ihr hier an den kleinen Pünktchen. Aber das ist hier absolut kein Problem. Ich habe schon Bilder gepainted. Warte, ich habe es extra nochmal rausgesucht. Das ist auch ein Standardbild. Da gibt es ein anderes mit Schrift. Das habe ich schon im Korb. Im Warenkorb. Oder auf der Wishlist besser gesagt. Und das hier. Das ist auch von Karat Art. Das Bild, das liebe ich ja auch abgöttisch. Das ist so schön. Habe ich extra nochmal rausgemacht für euch, damit ihr das seht. Ich selber habe noch das Bild mit dem Igel. Das will ich wahrscheinlich im Herbst painten. Oder vielleicht doch schon bald. Und dann habe ich noch das, wo diese, was ist denn das, kleine Burg ist es nicht, aber wo die Bücher so drin stehen, ja. Und das ist ja auch ein total tolles Bild. Die zwei habe ich noch da, die werden noch gemacht. So, und jetzt habe ich noch das. Oh, ich freue mich. Und dann hatte ich ja noch das Mystery Neujahrspaket. Da habe ich auch noch viele Bilder. Ich liebe Karat Art. Und dann habe ich noch ein, na, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Das Flower Girl, aber das war ein, na, Künstlerbild. Das hängt immer noch im Wohnzimmer, das ist so toll. Und dann habe ich noch eins. Oh, das ist auch ein Künstlerbild. Oh, ich liebe diese Bilder, die sind so toll. Ja, also, das eine Bild. So, und jetzt sage ich euch mal, was ihr sparen könnt und bei wie viel. Ihr könnt mit Hot 25 25% sparen, wenn ihr einen Einkaufswert von 30 Euro habt. Ihr könnt mit Hot 35 35% sparen, wenn ihr einen Einkaufswert von 60 Euro habt. Und ihr könnt sage und schreibe 50% mit Hot 50 sparen, wenn ihr einen Einkaufswert von 100 Euro bei den Standardbildern habt. Also es gilt nur auf die Standardbilder. Da wird ein Räumungsverkauf gemacht. Manche haben wirklich nur noch eine wenige Stückzahl von manchen Bildern. Ihr habt dort auch diese fünf Teile dabei. Also schlag zu, ihr werdet es nicht bereuen. Wie gesagt, mit Toolkit und die Aktion läuft seit dem 1. August bis zum 31. August. Und ich habe, ja, wie gesagt, ich habe schon was auf der Wishliste, schon ganz viel. Und naja, vielleicht. Ja, ich muss erst mal schauen. So.
Jetzt packen wir noch das zweite aus. Das ist das hier. Ich finde das so schön. Das hat schon irgendwie auch eine Bedeutung, oder? Ich bin gespannt, wie viele Farben das sind. Ich lese mir das immer nicht durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lese mir nicht durch, wie viele Farben das hat oder wie viele AB-Farben das vielleicht hat, ne? Für mich ist es immer ausschlaggebend, was ist es für ein Motiv. Und was ich bei Karat.art halt liebe, ist, dass man die Bilder immer schon gepaintet sieht. Na, das will nicht. Und deswegen bestelle ich das so gerne. Und da sehe ich, wie es aussieht. Und dann, oh, herrlich. Und dann ist mir das Schnutz, egal was da für Steine drin sind. Bin ich ganz ehrlich. Schieb das bloß mal kurz ein bisschen zur Seite. Was hat denn jetzt mein Fokus hier mit mir gemacht? Wartet. Es tut mir leid. So. Da, 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 da. Wir haben eine Größe von 50 mal 40. Jetzt doch viereckige Steine. Tatsache. Hä? Wollte mir doch welche mit runden Steinen aussuchen. Naja, es ist egal. Das ist egal. Oh. Never lose hope. Ich finde das so toll. Ist das nicht schön? Ich finde das so toll. Ich sollte nie die Hoffnung verlieren. Ne? Es ist aber auch so. Es ist einfach so. Und das eingebettet in die Hände. Ich finde das so schön. Es hat eine Größe von 50 mal 40, das hatte ich glaube ich schon gesagt. Und wir haben sage und schreibe 6 Farben. Da wisst ihr, wie viele Steine ich von diesen Farben habe. Wir haben auch wieder ein Tunkit. Genau das gleiche, ne? Das zeige ich euch jetzt nicht nochmal. Aber ich liebe diese Tricks. Die Pinzetten sind top. Da brauche ich keinen großen Koffer. Da werde ich bestimmt auch meine Medizinbecherchen nehmen. Das kitte ich mir bestimmt bald ab. Und dann habe ich es einfach liegen. Weil das finde ich so toll. Das wird ein Bild, vielleicht tatsächlich mal ein Bild, was ich immer normal mache, weil das ja so graulastig und schwarzlastig ist, weil das doch recht eintönig ist. Aber ich finde das so schön. Na, jetzt die 310, dann haben wir die 318 hier mal, dann haben wir die 413, zwei, dreimal. Die 414 zweimal, die 646 einmal und zweimal die 934. Also ordentlich grau und schwarz. Aber ich glaube, das ist ein Grünton. Ja, das ist ein Grünton in ganz, ganz dunkler, olivfarbener, genau. Oder so braun-grün, würde ich sagen. Ne? Wahnsinn, oder? Oh, ich liebe das Bild. Da musste ich nicht lange überlegen. Das, ja. Das hat schon so seine Bedeutung. Finde ich. Für mich ganz viel. Ihr Lieben, ich freue mich. Ich freue mich für euch, dass ich euch zwei Bilder zeigen konnte, wie sie aussehen, dass ich euch zwei Bilder gleich noch zeigen konnte, die gepaintet sind mit eckigen Steinen. Ich habe mich, glaube ich, für die eckigen Steine entschieden. Ich wollte erst mit runden Steinen nehmen. Ihr wisst ja, ich painte lieber runde Steine. Und dachte echt, so, aber jetzt fällt mir das wieder ein und dachte ich mir, nee, du willst unbedingt diese beiden Bilder haben. Dann musst du jetzt einfach die eckigen Steine nehmen. Jetzt fällt mir das wieder ein. Es ist nämlich schon eine Weile her, weil ich ja zur Kur war, ne? Und ja, und davon abgesehen, ich bereue das überhaupt nicht. Bei Karat.art, die eckigen Steine sind top. Und da ist es egal, ob das Acrylsteine sind. Wenn ihr die Standardbilder habt, ist das völlig in Ordnung. Und die sind top, die Steine. Wie gesagt, bei den anderen beiden Bildern, ich hole jetzt mal das kleinere, das sind ja auch eckige Steine, Acrylsteine. Ne? Also ich kann ja nichts sagen, die waren top. Und das habe ich geliebt, das Bild. Also jemand, die beide Bilder sind top. Ich dachte erst, oh, das ist auch so viel Grau und Schwarz. Aber oh, das hat so Spaß gemacht.
Hatte dann erst überlegt, das schon noch in Leuchtfarben zu machen, aber dachte ich, nee, das mache ich nicht. Und auch hier zeige ich euch auch nochmal. Ich liebe es einfach. Das sind Farben. Ja, und dann hier dieses Orange noch mit drin. Dann sieht es hier aus wie so ein Herz, das Blatt. Ich finde das so schön. Ja. Oh, das waren Stifte. Entschuldigt. Aber das ist echt top. Also, Schlag zu. Wenn euch natürlich noch ein Bild in der Künstlerkollektion gefällt, dann wendet gerne Melly 10 an mit 10%. Müsst ihr aber eine extra Bestellung machen, denke ich. Das wird nicht miteinander kombinierbar sein. Oder ihr packt es einfach so mit rein, ne? Aber denkt dran, ja? Hot 25, Hot 35, Hot 50. Da könnt ihr 25, 35, 50% sparen beim Einkaufswert von 30, von 60 und von 100 Euro. Und überlegt mal, ihr habt einen Einkaufswert von 100 Euro und kriegt einen 50% Rabatt. Da bezahlt ihr ja nur noch 50 Euro. Also könnt ihr auch gerne, wenn ihr ein Budget von 100 Euro habt, für 200 Euro Bilder in den Warenkorb packen. Da können die Männer nicht mehr meckern, ne? So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schlagt ordentlich zu, damit Karat Art schöne neue Bilder bekommt. aber die haben echt tolle Bilder. Egal, ob das Standard- oder Künstlerbilder sind. Ich bin total fasziniert von diesen Bildern. Ich liebe es einfach. Und nicht nur, weil ich jetzt hier das Video drehe, sondern weil es einfach so ist. Das muss ich euch jetzt einfach so sagen. Na? Nicht, dass ihr denkt, die kriegt das und dann muss die das. Nee, ich muss gar nicht. Das ist einfach so. Und ich freue mich auf die Bilder. So. Vielleicht bin ich dann doch nicht mehr, nach dem August bin ich auf keinen Fall mehr in Sommerstimmung. Vielleicht selber jetzt nicht mehr. Zurzeit paint ich ja noch. An dem Summer Event der lieben Heidi von der Janine X und von der Mila. An dem Künstlerbild für den Sommer am Eis. Jetzt kann ich endlich weiter richtig ordentlich painten, weil ich das letzten Wochen ja nicht so richtig konnte, weil ich unbedingt die anderen Bilder falsch haben wollte. Und, aber jetzt kann ich wieder. Ach, ich will das Bild noch schaffen, bevor das Event zu Ende ist, ne? Wieder mit dem Lostopf. Aber das war halt auch ein Event, was die Karat Art mit unterstützt, mit sponsert. Und das finde ich absolut klasse von Karat Art. So, jetzt aber Schluss. Denkt an Sparen. Guckt auf die Seite. Schlagt zu. Und habt ganz viel Spaß beim Painten. Und dann bis bald. Tschüss.